Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer M3D bei Dark Souls. Wir legen natürlich direkt los, so wie es gehört. Das scheiß Rattenvieh kann manchmal Menschlichkeit geben. Das könnte ich gebrauchen. Aber in dem Fall habe ich irgendwie nur eine Seele bekommen. Naja, ist egal. Nee, das war, glaube ich, die da lag. So war das gewesen. Tja, jetzt ist halt erstmal die Frage, wie wir jetzt erstmal durch den ganzen Kram hier kommen oder wo wir direkt lang gehen. Ich glaube, wir laufen erstmal direkt durch, weil ich habe eine kleine gewisse Hoffnung. Und zwar würde ich gern zum dunklen Ritter kommen. Aber ihr kennt mich ja, ich bin so ein Kacknub, ich werde wahrscheinlich erstmal 20 Mal sterben zwischendrin. Oha, Kurzschwert und noch direkt die Axt bekommen, das ist schon nicht schlecht. Also irgendwie scheinen wir ja großes Lootglück gerade zu haben. Das macht meine Hoffnung noch oh, das ist was runtergefallen, habt ihr das gesehen? Scheiße, du. Was ist das wohl gewesen? Das ist wahrscheinlich irgendeine Brandbombe oder sowas von dem. Kann man da was sehen? Nein. Der ist für immer weg. Leider. Wir gehen jetzt mal durch die Nebelwand. Ach, geil. Ich liebe Dark Souls einfach nur. Und wieder eine Seele bekommen. Na, das ist doch schon mal der reine Luxus, so wie man ihn braucht. Können wir später noch gut gebrauchen, wenn ich mir ein paar Seelen, ich sag mal, erschummeln muss. Hallo. Tja, da schreit jeder immer, das ist ein Wolver-Waffel-Ding. Irgendeine Waffel, keine Ahnung. Bezweifle ich mal, dass es so einer ist. Oh, ich riskiere jetzt mal alles, weil ich hab's ja voll drauf. Oh, Hilfe, Hilfe. Eigentlich wollte ich jetzt gerade nett reden, aber gut, passiert. Gleich werde ich gepierst von einem Pfeil. Gleich habe ich einen Pfeil im Knie. Okay. Ich hasse diesen Pfeilwitz, aber ich liebe ihn irgendwann, weil er witzig ist. Juhu. Oh ja, mein Gott, schnetzel ihn jetzt rum. Der macht Geschnetzeltes. Ja, ich habe einen Clown gefrühstückt, man merkt das irgendwie schon, aber naja, egal. Gucken wir mal hier rein. Ups. Holzschild, das wollte ich haben. Ist zwar total sinnlos, aber ich nehme alles mit, was umsonst ist. Und da würde jetzt eigentlich ein Leuchtfeuer drin sein. Aber weil wir ja so immer gut drauf sind und nicht so cool, weißt du, nehme ich das nicht. Weil ich hab's ja einfach voll drauf. Wir gehen erstmal zu den anderen zwei Spacken. Nee, die Wahrheit ist, warum ich nicht zu diesem Leuchtfeuer hingehen will, ist ganz einfach. Weil wenn wir sterben, dann wäre das nicht so schlimm, weil wir brauchen eh ganz viele Seelen im Endeffekt. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass der schwarze Ritter halt dieses scheiß Schwert fallen lässt. Das wäre mal richtig geil. Und naja, wenn wir das halt hätten, dann braucht man, glaube ich, eine hohe Levelanforderung. Ich weiß nicht genau im Kopf, aber ist ja auch egal. Irgendwas bei 20, irgendwas bei 18. Ich glaube, 20 Stärke, 18 Beweglichkeit oder so. Ja, und wenn man das hätte, das wäre schon ein Luxus an sich. Ja, und auf diese Stärke und Beweglichkeit muss man erstmal kommen. Deswegen muss man sich da ein bisschen Mühe geben, ne? Also ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel und im besten Falle sterbe ich auch nicht. Vielleicht okay, beim schwarzen Ritter vielleicht, aber ansonsten sterbe ich doch nicht. Sag mal, willst du jetzt endlich mal tot gehen oder was ist mit dir los? Ich bin hier gerade so fleißig am Reden und du störst. Meine Güte. Aber man muss sagen, wenn man das Spiel so mit einem Schild spielt und auch recht rüstungshaft ist oder sowas, also viel Wert auf Rüstung und sowas legt und ein bisschen noch Beweglichkeit, ja, dann ist es eigentlich recht einfach, wenn man alles gut blocken kann und so. Dann ist Dark Souls nicht mehr so schlimm. Außer später, da kommt noch was. Das möchte ich jetzt natürlich nicht spoilern, das ist ja klar. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, ich spoiler hier alles vorweg. Ich bin so ein Kacknoob. Schwarze Feuerbomben, yeah, das kann man immer gebrauchen, warum auch immer. Ich benutze sie sehr selten, aber wenn ich sie mal benutze, dann ineffektiv, weil ich eh nie was treffe. So, hier kann man noch einen kleinen Trick auswendig machen, der da vorne, der diese Brandbomben werfen würde, wie man es gerade toll gesehen hat, wie die Sau mich getroffen hat, der... Das kann man auch umgehen, indem man einfach da vorne vor der Treppe stehen bleibt und dann kommt der langsam auf einen zugelaufen. Warum auch immer der Fernkämpfer auf einen zugelaufen kommt, das ist das Rätsel aller Rätsel. Aber ist ja auch egal. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch, machen mal die anderen Schweine da platt. Das mag ich eigentlich auch nicht so ganz, weil die auch immer so schön ihre Brandbomben werfen, die Schweine. Oh, der ist runtergefallen, das ist natürlich ein Glückstreffer. Ah, das meine ich, die Sau. Hilfe! Ah, weißt du, jetzt treffe ich auch noch nicht mal was. Das ist ja schon irgendwie erbärmlich. Au. Ja, mach mich fertig, du Sau. Auf sowas stehe ich. Und noch eine verlorene Seele. Das ist sehr, sehr gut. Was ist denn das da unten? Ach ja, genau, da wollen wir ja hin. Versuch's mit Treten. Ich frag mich eh, wofür diese ganzen Nachrichten da sind, weißt du? Das ist halt die Scheiße, wenn man wirklich online spielt. Dann hat man so massenhaft behinderte Nachrichten da rumstehen. Also, naja. Wäre jetzt nicht mein Fall, aber nun gut. Soll es ja geben, ne? Goldharz. Man könnte jetzt auch rüberspringen. Und ich riskiere es auch mal, weil ich ja so cool bin. Oh ja. Oh, oh ja, oh ja.
Jetzt überlege ich gerade, warum ich es gemacht habe, ich Idiot. Scheiße. Egal, ganz vorsichtig sein. Ja. So, Freunde, da habe ich mal eindrucksvoll gezeigt. Also, ich wollte es natürlich nur zeigen, ist ja klar, ne? Death Counter 1 müsste das jetzt sein. Ich wollte natürlich nur mal zeigen, man kann auch sterben. Und ja, der Master 3D kann natürlich auch mal sterben. Heißt, ich muss das extra provozieren, sonst sterbe ich ja nicht. Ist ja logisch. Ach, scheiße. Aber da kann man mal sehen, weißt du, gerade noch einen großen Maul gehabt. Ach ja, wenn du ein Schild nimmst und Rüstung, kein Problem. Und dann auf einmal verreckst du an irgendeiner Ecke. An irgendeinem beschissenen normalen Gegner. Und warum? Weil man mal nicht aufgepasst hat oder weil die Angriffskombination sehr ungünstig war. Das Problem ist, was wir gerade haben, wir haben halt auch sehr, sehr wenig Ausdauer. Und wenn wir jetzt blocken und die Ausdauer ist weg, ihr habt es schon unten an der Treppe gesehen, dann werden wir zurückgeschlagen. Und das, sagen wir mal so, meistens nutzen die Gegner diese Schreckenssekunde. Und das sollte man eigentlich verhindern. Deswegen legen so viele keinen Wert auf Blocken, sage ich mal. Weil das halt auch sehr riskant sein kann. Man kann zwar sehr viel Schaden verhindern, aber es kann auch nach hinten losgehen. Ja, und ich bin halt so die Pussy, der blockt halt lieber. Und hat halt auch was davon, als wenn er jetzt irgendwie versucht, da jetzt mit Ausweichen voranzukommen. Weil soweit ich weiß, wenn man ausweicht... Huch, das war jetzt voll... Ach so, das haben wir doch schon genommen. Ah, ich bin so blöd. Egal, also soweit ich weiß, wenn man ausweicht, dann ist man für diese Sekunde unsterblich, auch wenn du getroffen, also auch wenn man getroffen wird im Endeffekt. Ja, und das machen sich halt viele, weiß ich nicht, kann man das Hardcore-Spieler nennen, aber das machen sich halt viele zunutze. Also ich finde es halt eigentlich ein bisschen eigen, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch ein schlechtes Reaktionsvermögen, was sowas betrifft, also ich werde da eher getroffen, als dass ich damit irgendwas ausweichen kann. Deswegen gehe ich lieber diesen Weg. So, probieren wir es doch gleich nochmal. Ich meine, wir sind einmal gestorben, ist nicht schlimm. Ich überlege gerade, ob ich das ganze Ding da aktivieren soll. Aber ist egal. Ist ja nicht so wichtig. Es gibt ja noch schlimmere Dinge, die man beachten sollte. Und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Ja. Scheiß Viecher, ihr braucht mich gar nicht so nerven. Ihr Schweine. Ihr rassistischen Viecher. Na komm, jetzt schipp doch auch mal endlich. Zeig mir deinen Rücken. Au. Ja, so eine Schildattacke würde auch gehen, dass man halt auch ein bisschen, ich sag mal, zurückgestoßen wird, oder dass der Block zurückgeworfen wird, aber im Endeffekt ist es ja auch egal. Ja, gerade geht, oh ja, 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 gib's mir heiß und dreckig, gerade geht ja mal alles schief. Jetzt riskiere ich alles, weil ich ja so drauf hab. Das liebe ich an Dark Souls irgendwie, weil man, wenn man da zuguckt, das ist in meinen Augen nicht langweilig, da fiebert man ein bisschen mit so. Ich weiß nicht, ob es auch gerade bei euch so ist, aber als ich mir mein Let's Play davon angeguckt habe, da war das, weiß ich nicht, da habe ich, wie soll man das sagen, im richtigen Moment geblinzelt, sag ich mal, wenn man denkt, oh, jetzt wird er getroffen und dann wurde er doch nicht getroffen. Das war einfach nur spannend. Und ich hoffe, dass ich euch auch das Let's Play so rüberbringen kann. Ich meine, ich bin ja kein Profi. Also, da gibt's schon Leute, die gehen da richtig ab. Oder wenn ihr euch mal so Speedrunner anguckt, das ist ja kein Spaß mehr. Ich bin da eher nur ein Haufen Elend. Aber ich komme durch, also ich hab's schon mal durchgeschafft, sag mal so. Nur einen Gegner habe ich nicht besiegt, aber ich hab's auch nicht wirklich probiert, muss man mal eingestehen. Ich glaube, zwei Versuche habe ich gemacht, also dann war's das auch. Also so gesehen bin ich an Bossen eigentlich recht selten gestorben. Mal sehen, wie das hier so ist. Was mir so immer zugesetzt hat, sind so die normalen Gegner eigentlich, wie man es ja vorhin schon gesehen hat. So in der Gruppe oder so machen sie mich schnell mal fertig, aber Bosse finde ich jetzt nicht so kritisch. Erstmal die Seelen wiederholen, jetzt zeige ich euch, was ich gemeint habe. Jetzt haben wir 3200 Seelen. Das finde ich geil, das ist zwar fürs Let's Play eine Zeitverschwendung, das mache ich jetzt auch nur hier an dieser Stelle, weil ich immer noch das große Glück einfach auf dieses Kackschwert habe, wo wir uns jetzt mal nähern werden. Da ist unser... Wollen wir ihn Freund nennen? Ja komm, wir nennen ihn mal Freund. Der ist schon echt eine harte Sau und eigentlich könnte man dieses Blitzpulver nennen, wie das auch immer das heißt. Damit würde ich noch vermehrten Blitzschaden machen, aber naja. Ihr seht, mit der Brandbombe, ich glaube, das war die schwarze Brandbombe, mache ich gerade mal 73 Schaden. Das wird jetzt mit meinem Schwert nicht anders laufen, also wir werden richtig auf die Fresse bekommen, wenn es schlecht läuft. Der Typ ist übelst gefährlich am Anfang. Eigentlich kein Gegner, mit dem man sich anlegen sollte, so rum. Wie viel haben wir ihn gemacht? 65, ja, das ist ja... Nach 10 Stunden, dann ist er tot, kein Problem. Und ich sollte nicht so viel riskieren. Aber manchmal ist man so üb... Oh ja, diese Combo will ich von dem, weil dann kann man den immer schön von hinten staggern. Mal so in den Rücken stichen.
So, komm du Sau, ich mach dich fertig. Wie oft müssen wir den wohl treffen? Ja, ich bin so ein Noob manchmal. Okay, nichts passiert, nichts passiert. Ganz locker bleiben. Man darf halt auch nicht nervös werden. Am Anfang, wo ich ging... Ja. Jetzt ganz locker bleiben. Nein! Ja. Ja, so sieht das natürlich aus, wenn ich mal ganz locker bleibe. Ja, damals erinnere ich mich doch haargenau, wo ich zum ersten Mal Dark Souls gespielt habe. Und ich habe ja von allen Profis mal gesehen, oh, hier, guck mal, wie die den schwarzen Ritter da wegklatschen. Das kann ich auch. Und glaubt mir, Freunde, ich konnte es nicht, denn ich habe viel zu viel Angst gehabt. Ja, jetzt bin ich halt wenigstens locker drin. Also ich kann jedem nur empfehlen, probiert's einfach. Ich bin bei denen, glaube ich, 40, 50 Mal gestorben, bis ich ihn mal tot gesehen habe. War schon eine Kampfesleistung, aber es hat mir jetzt am Ende was gebracht, denn ich bin sicherer geworden und besser eigentlich. Aber das kann man jetzt natürlich alles so schön vor sich her reden. Oh, ich bin jetzt so gut und na, ihr seht's ja. Ich sterbe trotzdem. Wir sammeln gerade Death Counter, aber naja, ist egal. Passiert. So, ich renne jetzt einfach mal ein bisschen durch, oder? Das ist ja... Man muss jetzt auch nicht immer wieder die gleiche Stelle sehen, wie man 50 Mal dieselben Gegner tötet. Das will ich euch jetzt auch nicht antun. Nur, dass ihr halt mal Bescheid wisst. So, hier durchrennen ist jetzt ein anderes Rätsel. Ich glaube, ich aktiviere mal lieber das Lagerfeuer, weil ich habe gelernt, ich bin zu blöd dafür. Also Respekt, ne? Los, hinter, hinter, hinter. Da ist es. Entzünden. So, wunderbar. Und jetzt ganz schnell dran. Ja, es hat noch geklappt. Ja, wunderbar. So, jetzt wurde hier gespeichert. Das hätte ich mal viel früher machen sollen. Aber ihr kennt mich ja. Ich hab's ja erwähnt. Ich wollte ein paar Seelen sammeln. Und ehrlich gesagt wollte ich die Spannung oben halten. Weil ich dachte, doch, komm. Ich und sterben. Ist doch ein Witz. Naja. Ihr seht, ich hätte da wohl mal ein bisschen mehr aufpassen sollen. Aber gut, was willst du machen? So ist es halt nun mal. Sind wir noch an diesen Junkies hier vorbei. Aber das kriegen wir auch noch geregelt irgendwie. Na, scheiße. Ich dachte, ich treffe alle beide gleichzeitig. War aber nicht so. Ja, ich weiß, du mit deinem Schild, du willst mal wieder Amok laufen, kein Problem. Der mit der Axt macht eigentlich am meisten Schaden, also um wen sollte man sich am ehesten kümmern. Was ich auch versucht habe, was nicht geklappt hat übrigens. Aber ich denke mal, ihr habt es ja eindrucksvoll gesehen. Ja, machen wir den noch platt. Obwohl der jetzt eigentlich gerade unnötig ist, das fällt mir auf, aber ist ja egal. Weißt du, so im Eifer des Gefechts, der ist doch schnell erledigt und gut ist. Weiter geht's. So, da sind jetzt wieder diese Penner. Aber das krieg ich hin. Ja, ich wollte gerade zuschlagen, verdammt. Du Sau. Und da liegen übrigens wieder unsere Seelen. Man sieht's. Schon zum zweiten Mal leider. Also ich bin ja so ein Profi. Aber ich versuche jetzt nicht mehr zu sterben. Ich meine, ihr seht, die meisten Leute, die locken jeden einzelnen Scheißgegner an mit Pfeil und Bogen und so. Und ja, das ist mir ein bisschen zu stressig, ehrlich gesagt. Also ich hätte das gerne schon ein bisschen mit... Ein bisschen mehr Action, sage ich mal, anstatt so, ja, so kann man es Pussy-Modus nennen, irgendwie schon. Ich finde es halt schade, wenn man halt immer nur jeden Gegner einzeln lockt. Okay, man sieht ja, die sind sehr gefährlich, aber irgendwie ist es ja auch doof. Und so habt ihr auch ein bisschen mehr Spannung, wenn die Kämpfe so ablaufen, als wenn ich da einfach nur jedes Mal gegen einen kämpfe. Das ist ja traurig. Okay, es gibt Gegnerkombinationen, da sollte man das definitiv nicht machen. Da werde ich auch einige von euch mal erläutern oder zeigen. Natürlich jetzt nicht hier mit allen Anlegen. Oh, der hat Menschlichkeit gedroppt. Das ist sehr schön. Und da kommt der andere, der eigentlich in einem Fass gestorben ist, die Sau. Ja, bei so anderen Spielen wie zum Beispiel... ja, so ist es bei Dragon Quest. Ich weiß es gar nicht. Aber da leben die Gegner immer wieder. Das heißt, du läufst über die Karte und immer wieder kommt ein Kampf. Das finde ich scheiße. So, das nervt mich ein bisschen. Aber bei Dark Souls so, wenn die Gegner immer wieder aufstehen... Das ist schon cool auf jeden Fall. Zum Glück nicht alle... Leider nicht auch die Bosse, das wäre richtig cool, könnte man ein bisschen abfahren. So, und Freunde, jetzt drückt mir mal dickfett die Daumen, aber ich habe euch ja nur eindrucksvoll gezeigt, wie gefährlich die Sau ist, ist ja klar, ne? Also ich bin ja jetzt nicht aus Versehen gestorben, sondern es war natürlich extra, ist ja total klar, ne? Ich meine, man hat es ja wahrscheinlich rausgemerkt, wie ich das gespielt habe. Und jetzt versuche ich es mal ein bisschen besser. Oh, die Sau macht so eine scheiß Combo die ganze Zeit. So, ihr seht, ich halte die Deckung unten, damit ich meine Ausdauer wieder bekomme schneller. Weil wenn man jetzt die Deckung ständig oben hält, dann dauert es länger, bis halt die Ausdauerleiste gefüllt ist. Und das ist nicht mein Wunsch. Ich hätte eigentlich mal aufleveln sollen. Das wäre schon ein bisschen cooler gewesen. Dann hätte mir den wenigstens ein bisschen mehr Schaden gemacht, aber okay. Was wäre denn bei rausgekommen? Oh, da ist ein anderer Spieler, habt ihr es gesehen? Jetzt machen wir 65. Das Maximale, was wir vielleicht rausgeholt hätten, wäre, ich weiß nicht, 73. Da sieht man, was man der Sau macht, wenn er blockt.
Ja, was halt auch richtig geil ist, ist sein Schild, muss man einfach mal sagen. Das ist. Und da seht ihr, was er mit einem scheiß Schildschlag anrichten kann, die Sau. Hätte er noch eine weitere Combo gemacht, wären wir wahrscheinlich weg gewesen. Aber was ich sagen wollte, da sieht man mal, was diese Sau drauf hat und vor allem, was dieses Schild drauf hat. Wenn er blockt, machen wir einen Schaden. Ja, ich bin ihm gerade sehr dankbar dafür, dass er nichts mehr macht, ehrlich gesagt. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber ihr seht ja, manchmal lässt sich die Mechanik des PCs ein bisschen, oder der künstlichen Intelligenz ein bisschen, ja, man kann nicht sagen aushebeln, aber ein bisschen, oh, was mache ich denn für einen Scheiß? Man kann sie halt ein bisschen austricksen, sagen wir es mal so. Jetzt nicht unfreundlich werden, Kollege. Sag mal, will es jetzt auch mal klappen oder will es jetzt nicht klappen? Also irgendwie, es gibt Leute, die sind so krass drauf, zum Beispiel dieser Liberty the Need, falls ihn jemand von euch kennt, oder the Knight, ich weiß es nicht, wie man den ausspricht. Der tut den von hinten staggern, dann läuft er hinter den, also dann liegt er ja auf dem Boden, dann während der aufsteht, läuft er hinter den und staggert den gleich wieder. Also, pfah. Wer sowas kann, Freunde, der braucht hier keine Angst mehr haben eigentlich. Ich kann das nicht und deswegen sieht das bei mir so unbeholfen aus. Na, scheiße, jetzt nicht riskieren, verdammt. Manchmal denke ich mir, ach komm, ein Treffer noch. So, ist er tot? Lebt er noch? Ich weiß es gar nicht. Nee, ein Treffer muss man einstecken. Komm, du Sau! Juhu! Und ja, wir haben das Schwarzritter-Großschwert bekommen. Das ist doch mal ein richtiger Segen. Und ein großer Brocken. Jetzt achtet mal drauf. Wir machen... Warte mal, kann ich die Anzeige irgendwie umstellen? Das macht 220 physischen Angriff, das Scheißding. Aber wir brauchen dafür 20 Stärke und 18 Beweglichkeit. Ja, habe ich doch recht gehabt. Gut, wir haben 5157 Seelen. Damit lässt sich doch mal jetzt ein bisschen leveln. Ich mal halt bei Lucky Lucky machen, was man da jetzt rausholen kann. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich hoffe ja mal, dass wir wenigstens die Stärke maximiert kriegen und dann die Beweglichkeit dürfte auch nicht so das Problem werden. Aber aufsteigen. Lucky Lucky. Ja, jawohl. Stärke 20 und 15 Beweglichkeit. Brauchen wir nur noch 3? Das geht doch. Das kriegen wir ja locker zusammen geregelt, würde ich mal sagen. Ich denke mal, das machen wir auch zusammen. Weil ihr sollt ja auch ein bisschen was erleben, ne? Dass ihr da immer so die Hälfte verpasst. Da sieht man auch mal, wie wir Schaden jetzt so machen würden. Jetzt stirbt die Sau schon mit 2 Treffern. Das ist doch schon nicht schlecht eigentlich. Also es war noch nichts. Normalerweise sollte man am Anfang eher die Ausdauer stärken. Aber naja, wenn man sie nicht hat, kann man auch nicht stärken. Ne? Ich meine, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen wichtigere Attribute. Also Stärke und Beweglichkeit, um überhaupt die Waffe zu nehmen. Da scheißt man jetzt auf Vitalität. Normalerweise wäre ich halt jetzt da nicht voll drauf gegangen, aber schon zum Großteil. Also ich hoffe, diese Tipps bringen euch ein bisschen was für die Anfänger unter euch. Weil am Anfang war ich sehr unbeholfen, wie man halt hier so skillen sollte und so. Oh, ein Rundschild. Juhu. Und ein Höhlensoldatenhelm. Also irgendwie haben wir gerade eine hohe Dropchance. Das ist schon gewaltig, muss man ja einfach mal sagen, ne? So, machen wir noch dieses Schwein hier Blatt. Eieieiei. Boah, ich bin zum ersten Mal diesem scheiß Feuerding da ausgewichen, habe ich das Gefühl. Naja, okay. Das war eine kurze Freude. Ist egal. Ach, du Sau, du. Zum Glück macht er nicht so viel Schaden. Wenn er diese schwarzen Brandbomben hätte, ich glaube, dann hätte das schon ein bisschen mehr wehgetan. Wir müssen noch den scheiß Bogen schützen. Mensch. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie viele haben wir jetzt gebraucht, um nochmal aufsteigen zu können. Ich glaube, 1000 oder so, hm? Naja. Aber ihr seht ja, wir haben ja jetzt schon 747 Seelen, also es ist eigentlich recht leicht getan. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr riskiere. Ach, verdammt. Komm. Ja, auch die sterben mit 2 Treffern. Nein, die Sau heilt sich. Penner. Und er wird auch noch geschützt vom anderen im Endeffekt. Also das ist schon ein bisschen fies. Da seht ihr, wenn die halt ihre Schilder oben halten, dann sind die schon... Ah, Hilfe. Ganz unangenehm. Schnell mal was trinken, bevor ich jetzt hier wieder alles mögliche riskiere und verrecke. Das wäre nicht ganz so geil. Ich glaube, dann hättet ihr keine Freude mehr mit mir. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen weniger zu sterben. Das ist ja hier traurig irgendwo. Okay, es gibt wahrscheinlich noch... Bei den Bossen werde ich sterben oder bei extrem starken Gegnern. Aber das werde ich dann wohl eher mal ankündigen. Und hier beende ich die Folge, meine Freunde. Tschüss!